Yo, Freunde, was geht ab? Schaut euch mal diesen dicken Karton an. Da drin befindet sich mein allererstes richtiges RC-Boot. Oder eher gesagt Speedboot, weil das Ding fährt mindestens 90 km/h schnell. 460 Euro habe ich dafür bezahlt und ich hoffe, ich werde heute einen See finden, der nicht gefroren ist. Sonst kann ich ja das Ding gar nicht testen, ne? Schauen wir uns erstmal den fetten Karton an. Pro Boat UL19, 50 plus Meilen pro Stunde, fliegt über den See. 2-3S Akkus kann man da wohl reinstecken, hat einen leichten, widerstandsfähigen Fiberglasrumpf und 2 Blatt Edelstahlpropeller. Bevor ich das Boot gleich auspacke, nochmal kurz eine andere Sache. Wollt ihr auch so geile Sachen testen? Wollt ihr auch so eine schöne Auszeichnung bekommen? Wollt ihr auch Geld mit eurer Geldzählmaschine zählen und damit fast 1 Million Aufrufe erzielen? Ja, dann solltet ihr YouTuber werden! Und was braucht man unbedingt, wenn man YouTuber werden möchte? Genau! Ein Videoschnittprogramm! Filmora 10 eignet sich ideal für den Anfang. Videos schneiden ist damit ziemlich unkompliziert, aber schaut selbst, ich will einen kurzen RC-Carporn mit dem XR1 machen. Dafür ziehe ich erstmal das Video in die Timeline. Um die Aufnahme ein bisschen cooler aussehen zu lassen, bietet Filmora unzählige Effekte an. Ich benutze jetzt mal Sierra. So sieht das Ganze doch schon besser aus. Als nächstes schneide ich kurz die Stellen raus, die ich benötige. Den Ton der Aufnahme stelle ich noch auf stumm. Jetzt füge ich Musik noch hinzu und dann schneide ich das Ganze passend zum Beat. Um die Übergänge noch aufzuwerten, bietet Filmora hier auch einiges an. Die zieht man genauso runter zu der Stelle, wo der Übergang stattfinden soll. Und schon ist das Ganze fast fertig. Man muss es nur noch exportieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit der Filmora Go App eure Videos auf dem Smartphone schneiden. Ich habe hier zum Beispiel eine Aufnahme mit meiner Drohne gemacht und dabei bin ich abgestürzt. Daraus will ich jetzt ein TikTok machen mit meiner Reaktion. Schaut euch das an. Natürlich brauche ich nicht die ganze Aufnahme, sondern nur meinen Sturz. Deswegen schneide ich hier erstmal den vorderen Teil weg. Am Ende lag die Drohne dann auch noch ein bisschen im Schnee. Das brauche ich auch nicht, sondern ich brauche wirklich nur die Stelle, wo sie abgestürzt ist. Deswegen schneide ich hier hinten noch ein Stückchen weg. Dann haben wir hier als nächstes meine Reaktion. Da brauche ich auch nicht alles, sondern ich möchte sofort die Reaktion haben, nicht erst, wo ich dumm in die Kamera geguckt habe. Schneide ich den vorderen Teil ein bisschen weg, dann schneide ich noch einen hinteren Teil ein bisschen weg. Zack, so machen wir es. So, und dann haben wir schon mal die Reaktion. Schaut euch das jetzt an. Also, wenn du ein Schnittprogramm brauchst für deine YouTube, Instagram, TikTok oder was auch immer für Videos, lad dir kostenlos Filmora 10 oder Filmora Go unten in der Beschreibung herunter. Ansonsten, falls du Hilfe beim Schneiden brauchst, schau bei dem Filmora-Kanal vorbei. Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner YouTube-Karriere. Dein Coach Johnny Hunt. Okay, machen wir das Paket auf. Alter, Alter, Alter. Als ich den Karton gesehen habe, dachte ich mir schon, das Ding ist groß, aber ich hätte nicht erwartet, dass es so groß ist. Schauen wir uns hier erstmal das Zubehör an, nachdem ich es befreit habe. Wir haben hier Anleitung, hier noch das Antennenstäbchen und in dem Karton war diese dicke Funke. Das ist hier echt gut verpackt, muss ich schon sagen. Ist das Teil so groß? Okay, ich denke, ihr habt alle verstanden, dass das Ding verdammt nochmal groß ist.
Schauen wir es uns mal ein bisschen genauer an. Hier haben wir die Antenne. Das hier dient bestimmt der Aerodynamik. Ich bin jetzt kein Bootexperte, deswegen weiß ich auch nicht, wie dieses Teil hier heißt, aber damit müsste das Boot lenken können. Und direkt daneben haben wir den Zweiblatt-Edelstahl-Propeller. Der ist verdammt klein im Vergleich zu dem Boot, aber solange es schnell fährt, ist mir das egal. An der rechten Seite haben wir noch so einen Teil. Echt keine Ahnung, wofür das da ist. Sieht auf jeden Fall aus wie eine Rasierklinge. Ich mache mal hier kurz den Antennenstab drauf, bevor ich das vergesse. Klappt sogar mit einer Hand. Am besten hier unten noch mit Sekundenkleber festkleben. Habe ich aber gerade nicht da, deswegen hoffe ich einfach, dass er nicht wegfliegt. Das gelbe Dach hier kann man abnehmen. Dazu muss man diese vier Schrauben lösen. Geht ganz einfach. Was haben wir denn da? Das Zeug war einmal im Boot, kann man zusammenstecken und dann hat man sozusagen einen Ständer für das Boot. Ansonsten war das noch einmal drin. Wofür das ist, echt keine Ahnung. Ganz schön langsinnig auch. Hab jetzt auch nichts in der Anleitung dazu gefunden. Falls ihr es wisst, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Naja, jedenfalls haben wir hier den Motor mit Wasserkühlung, damit er nicht so heiß wird. Hier ist der Servo, Empfänger und da ist noch ein Regler. Ich stecke jetzt die Akkus aufladen, 2x3S mache ich da rein, 2x5000 mAh, mal gucken, wie lange wir damit fahren können. Ansonsten habe ich im Internet gesehen, dass das Ding sogar über 100 km/h fährt. Ich bin gespannt, habe leider kein GPS-Gerät gerade da, aber wir werden in Zukunft nochmal eine Geschwindigkeitsmessung durchführen. Also wenn die Akkus voll sind, sehen wir uns gleich sofort draußen. Ich hoffe, ich finde einen See, der nicht zugefroren ist. Aber falls ich keinen finden sollte, fahre ich ein bisschen weiter weg. Hier gibt es einen riesigen See und der ist garantiert nicht komplett zugefroren. Also wir werden schon was finden. Bis gleich draußen. Alter, der See ist immer noch zugefroren, ich glaub's ja gar nicht. Es war schon ein paar Tage plus 8 Grad, aber die Eisschicht ist immer noch so dick. Ich glaube, man könnte sogar drauflaufen. Ich will's jetzt nicht ausprobieren. Es schneit, es ist windig, richtiges Mistwetter. Ich habe trotzdem die Drohne fliegen lassen. Da hinten habe ich eine Stelle gefunden, wo man fahren könnte. Da werden wir jetzt auch hingehen und fahren, denn ich will heute unbedingt das Boot testen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Machen wir die Funke an. Dann machen wir die Akkus rein. Ja, die haben ein bisschen schwer da reingepasst, aber es ist noch möglich. Jetzt das Boot anmachen. Zack, verbunden ist es, perfekt. Das Gute ist, das Ding hat einen Griff, denn wir müssen jetzt erstmal eine kleine Wanderung machen. Verdammt, hier geht es nicht weiter, ist alles eingezäunt. Aber kein Problem für mich. Ich habe in der Vergangenheit schon Erfahrungen mit so Sachen gemacht. Deswegen betreten wir das Grundstück einfach illegal. Alter, da liegt ein toter Fuchs. Ungelogen, hier liegt einfach ein erschossener Fuchs eingefroren. Keine Ahnung, wer den erschossen hat. Aber gut finde ich das jetzt nicht. Irgendwie bin ich jetzt schon verstört, wenn ich ehrlich bin. Also war ich auch schon vorher, ne? Aber jetzt merke ich es erst. Das war eine harte Wanderung. Aber wir sind angekommen. Hier kann ich das Boot richtig gut reinlassen. Ansonsten, wie ihr hier sehen könnt, kein Eis. Liegt einfach daran, dass das Wasser hier in Bewegung ist und da hinten dann halt nicht mehr. Da hinten fängt die Eisschicht an. Aber hier können wir jetzt erstmal losbashen, losdüsen. Oh, hat mich voll gespritzt. Er ist einfach untergegangen, ne? Wieso geht das denn unter? Vielleicht muss mehr Gas geben. Ich glaube, ich muss mehr Gas geben oder so. Oh. Ohoho. Alter, geht das ab. Wow, das geht richtig heftig ab.
Ich kann es nicht glauben, Mann. Das Ding ist mitten auf dem See. Ich komme nicht dran und es fährt nicht mehr. Ey, ungelogen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es steht einfach und es bewegt sich so gar nicht, ne? Die einzige Möglichkeit, das noch zu holen, wäre, dass es irgendwie nach rechts oder links gelangt. Aber da in der Mitte, ich kann ja jetzt nicht da reingehen und schwimmen. Ey, schaut euch das mal an. Hier steht einfach ein Stuhl zum Angeln höchstwahrscheinlich, aber der steht schon so lange hier. Das Ding, das ist schon versunken. Kann ich ganz entspannt warten. Ich glaube, ich habe Glück im Unglück, denn so eine ganz leichte Strömung geht nach da. Der Wind geht auch nach da. Und früher oder später müsste mein Boot dann irgendwann da in der Ecke ankommen, wenn es nicht am Eis hängen bleibt. Also, ich warte einfach ab. Ey, bestimmt ist der Propeller abgeflogen. Ich bin so dumm. Ich habe die Schraube einfach nicht nachgezogen. Das sollte man immer machen, nachdem man das Ding auspackt. Egal was es ist, ob das jetzt die Räder sind von einem Auto oder so. Ich habe es einfach vergessen. Das ist so typisch ich, ey. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, ich habe den ganzen Tag Zeit. Ist auch für mich gar kein Problem hier zu frieren. Nee, lass dir ruhig Zeit. Ey, Schatz, was ist das für ein Tag? See gefroren, Wetter richtig schlecht, toten Fuchs gefunden, Boot gestorben. Bin gespannt, was als nächstes passiert. Bestimmt geht gleich meine Kamera kaputt, die ist schon so nass und voller Schnee. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Na, wenigstens meine Drohne nicht abgestürzt, ey. Ich hatte auch schon Angst bei dem Schnee hier. Nur noch ein paar Meter, dann haben wir es geschafft. Ey, ich brauche einen Stock oder sowas. Verdammt, wieso kommt das nicht mehr an den Rand? Das Ding ist gut, glaube ich. Ey. Ja, ich hab's gerettet. Jawohl. Und mein Propeller ist noch dran. Gehen wir erstmal zum Auto und dann schauen wir uns das Ding mal genauer an. Es schneit nämlich zu heftig. Ich sehe die Kameralinse gar nicht mehr, ey. Was? Schaut euch das an, ich gebe mal leicht Gas. Also der hat sich wohl anscheinend gelockert, die Mutter da. Ich mache erstmal alles aus, bevor ich da rumfummel. Also eigentlich ist das hier gar nicht locker. Na, vielleicht muss es einfach nur komplett fest sein. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass hier vorne das Problem liegen könnte. Ich keine Ahnung, muss da mal zu Hause schauen. Wie ihr sehen könnt, sind die Wetterbedingungen heute überhaupt nicht geeignet, um im Boot zu fahren. Ich konnte es aber einfach nicht abwarten und wollte es endlich ausprobieren. Die 2-3 Minuten, die ich gefahren bin, die waren auf jeden Fall geil. Das Ding geht ab. Wenn das Wetter dann irgendwann mal besser ist, wird auf jeden Fall noch ein Video mit dem Boot kommen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ciao.